Ja, man fängt an mit dem Mund. Ja, man kann entweder einmal, zweimal, dreimal Mund ausspülen mit Wasser und danach die Nase oder gleichzeitig. Du nimmst ein bisschen Wasser in den Mund, ein bisschen in die Nase. Ja, gleichzeitig das machen ist auch so eine. Oder jedes einzeln. Zuerst den Mund, dann die Nase. Das Gesicht zu waschen bedeutet, dass man wäscht von da, wo der Haaransatz ist. Ja, weil manche, die sehen das alle so locker und sagen, Hauptsache, ich habe das gemacht. Aber diese Sachen sind ja nicht wichtig. Man betet ja nicht Allah damit an. Und ihr seht ja nicht, die Vorzüglichkeiten und die Belohnungen dafür sind sehr, sehr groß. Deswegen soll man dann diese Sachen auch richtig machen. Das Gesicht ist hier, wo der Haaransatz anfängt, bis zum Kinn. Und von den Ohrläppchen, vom Ohrläppchen, vom Ohr bis zum Ohr. Das ist das Gesicht. Das muss alles nass werden. Ja? Dass man sein Gesicht wäscht. Dann die Arme. Wie muss man die waschen? Wer kann das zeigen? Zeig mal. Ellbogen und so. Was ist das ungefähr? Von wo bis wo muss man waschen? Okay, wer sagt das? Wer sagt? Zeig mal du. Zum Garten. Wohin? Bis, Also einfach von da bis wo? beim Okay, wer sagt das nur? Du? Also Alle gleicher das Meinung? Wasser fließt sowieso von dir, ne? Ich meine. Alle gleicher Meinung? Man von zwischen Finger oder so zum Ellenbogen. Da muss man aufpassen. Das ist ein Fehler, den die meisten Muslime leider machen. Und diese Sache ist eigentlich ungültig. Und es macht dein Gebet auch ungültig. Viele denken, man macht Wudu, wenn man die Arme wäscht, von hier, bis zu seinem Ellbogen. Und das ist falsch. Warum? Weil das eine Säule ist. Wir haben ja gerade gesagt, in den Säulen, das Gesicht waschen. Als zweites, was sagt Allah im Koran? Wa aydiyakum ila al-marafiq. Und eure Hände bis zu den Ellbogen. Das heißt von hier. Von hier bis hier. Und das wissen die meisten nicht. Sehr, sehr viele, die machen einfach Wasser, die halten einfach ihre Arme drunter und machen so und fertig. Und denken, dass am Anfang, wenn die anfangen und dann ihre Hände waschen, das heißt ja nie, okay, jetzt habe ich meine Hände gewaschen und meinen Ellbogen. Nein, nein, nein. Am Anfang die Hände zu waschen, ja, das ist Sunnah. Wenn du es nicht machen würdest, wäre auch kein Problem. Aber wenn du, nachdem du dein Gesicht gewaschen hast, deine Arme wäschst und deine Hände nicht mitwäschst, diese Gebetswaschung ist ungültig. Von hier bis unten, also von oben anzufangen, geht auch, oder? Wo man anfängt, ist egal. In der Ayah steht, eure Hände bis zu den Ellbogen, bedeutet von hier bis hier. Aber das ist das Wichtigste. Aber leider ist es so, dass sehr, sehr viele Muslime heute das nicht wissen und dann fangen die einfach an, hier ihre Hände zu waschen, ihre Arme zu waschen und waschen ihre Hände nicht mit. Und das machen wirklich sehr, sehr viele und das könnt ihr auch manchmal sehen. Und wenn man das macht, diese Gebetswaschung ist ungültig und das Gebet natürlich, was darauf folgt, ist auch ungültig. Das haben wir gerade gesagt, es ist Sunnah, erwünscht. Wenn du gerade gesagt hast, von hier bis hier muss man das waschen. Gehört auch dazu, dass das in diesem Schritt auch Na, gesagt in diesem Schritt ist das so, dass es dazwischen zu gehen Sunnah ist. Die Hand zu waschen, bis hierhin, das ist Pflicht, ja. Aber zwischen den Fingern zu gehen und zwischen den Zehen zu gehen mit den Fingern, das ist Sunnah erwünscht, ja, und keine Pflicht. Dann streicht man mit seinen feuchten Händen über die Haare. Es reicht auch, wenn die Hände noch feucht sind, von dem Akt vorher. Wenn die Hände feucht sind, kannst du auch direkt drüber streichen. Ja? Sunna ist es, dass man also von vorne anfängt natürlich, nach hinten und wieder zurück. Ja? Und es ist keine Sunna und nicht von unserer Religion, seinen Nacken so zu streichen. Ja? Es gibt keine Überlieferung dafür, dass der Prophet und die Sahaba sowas gemacht haben. Inshallah gehen wir jetzt zum nächsten Kapitel in der Tahara, und zwar zum Ghusl, zu der Ganzkörperwaschung. Na. Allah sagt im Koran, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا. Und wenn ihr Junub seid, Junub ist yani der Zustand der Unreinheit. Wenn ihr in diesem Zustand seid, فَاتَّهَّرُوا, so reinigt euch. Wann ist die Ganzkörperwaschung Pflicht? Wer kann das sagen? Da gibt es Meinungsverschiedenheit, ob das Pflicht ist oder erwünscht ist am Freitag. Aber wann? Yani, was muss passieren, damit du dich waschen musst, sag ich mal, an deinen Körper? Wenn man Beischlaf hat mit der Frau zum Zum Beispiel. Beispiel Beischlaf Oder feuchte Träume. oder einen feuchten Traum. Einschlafen. Einschlafen? Ohnmächtig. Einschlafen nicht, ohnmächtig ja. Ohnmächtig ist es erwünscht. Ja, bei Mensch. Ohnmacht. Ja. Jegliche unreine Flüssigkeiten.
Sperm bis Urin ist? Ja, wenn man uriniert, dann muss man keine Ganzkörperwaschung machen. Ganzkörper, also den Russen wie am Freitag. Ja. Wann musste man den machen? Wenn man uriniert, muss man ja, man muss ja nicht, dann müsste man ja 10-mal am Tag duschen oder die Ganzkörperwaschung. Nein, wenn man damit sein verschmutzt ist mit dem Urin. Ach so, wenn man ja nie, wenn man... Ja, wenn man Tropfen davon abbekommt. Nee, da muss man auch nicht duschen. Ja. Kleidungsstück, Kleidungsstück wechseln oder rauswaschen. Ja. Man selbst, wann muss der Gläubige, wann muss der Muslim eine Ganzkörperwaschung, wann muss er sich den ganzen Körper waschen, diese Ganzkörperwaschung machen? Erstens nach dem Beischlaf. Ja. Wenn ein Muslim mit seiner Frau schläft oder eine Muslima mit ihrem Mann, ist dann vorausgesetzt, dass sie zum Orgasmus kommen oder ist es nicht vorausgesetzt? Wer weiß das? Keine Voraussetzung. Ja? Auch wenn keiner zum Orgasmus kommt, sobald man ein bisschen reingeht, müssen beide die Ganzkörperwaschung machen. Ja? Nummer zwei, nach der Menstruation natürlich. Ja? Wenn die Frau ihre Periode hat, ihre monatliche Periode, ihre Menstruation, danach ist es auch für sie Pflicht, diese Ganzkörperwaschung zu machen. Oder nach dem Wochenbett, nennt man das so, wenn die Frauen gebären, ein Kind gebären, dann haben die so diese Tage, wo dann diese Nachblutungen kommen, wie nennt man das, Wochenbett oder? Habe ich jetzt auch nicht... Wochenfluss oder Wochenbett, ich weiß, ich habe es eigentlich nicht jetzt gelesen und nachgeguckt. Auf jeden Fall, danach müssen die Frauen auch die Ganzkörperwaschung machen. Wenn ein Muslim stirbt, muss man die machen. Ja? Der Muslim, wenn der Muslim stirbt, muss er ganz gewaschen werden, außer bei einer Art von Muslimen. Welche sind das, wisst ihr das? Schahedin. Genau, der Märtyrer. Der Märtyrer ist Special Class, der braucht das nicht. Der geht so, der wird schon von den Engeln, inshallah, gewaschen. Noch eine Sache, wenn man in den Islam eintritt, ja, wenn einer konvertiert, da gibt es leichte Meinungsverschiedenheiten bei den Gelehrten, ob es ein Muss ist oder ob es erwünscht ist. Aber es gibt viele, die sagen, es ist eine Pflicht, weil er kann ja vorher zum Beispiel Beischlaf gehabt haben oder Orgasmus oder. Und er hat ja vorher nicht die Pflichten gehabt, sich zu waschen, sag ich mal, diese islamische Waschung zu durchziehen, ja, zu machen. Deswegen, wenn einer in den Islam eintritt, wäre es besser, dass er die Ganzkörperwaschung macht. Wann ist es erwünscht? An welchen Tagen, in welchen Situationen ist es erwünscht? Es ist erwünscht am Freitag, wie wir gesagt haben, obwohl manche Gelehrte, weil der Hadith so, sag ich mal, nach außen hin so aussieht, als wäre das eine Pflicht, sagen auch manche Gelehrte, dass es eine Pflicht ist. Wenn man im Zustand des Ihram ist, wenn man bei der Pilgerfahrt ist, im Hajj oder bei der Umrah, macht man auch die Ganzkörperwaschung oder ist es erwünscht, sie zu machen. Wenn man nach Mekka, also in Mekka reinfährt, ist es erwünscht. Oder nach Arafah geht, also in diese Gebiete, wo man die Pilger, diese Pilgerstätte halt. Für denjenigen, der einen Toten wäscht, ist es auch erwünscht, ja, die Ganzkörperwaschung zu machen. Und was sind die Pflichten beim Russel? Ist ganz einfach. Einmal die Nia. Jetzt haben wir wieder die Pflichten, die Säulen vom Russel. Wann ist dein Russel überhaupt vollständig und akzeptabel bei Allah? Erstens die Nia. Zweitens, wie viele Punkte sind das? Was denkt ihr? Ungefähr. Weiß es einer? Ganz grob. Vier auch, glaube ich. Weniger. Zwei. Weiß einer welche? Die Absicht sowieso. Die Absicht? Nummer eins ist immer? Nummer zwei? Bitte? Ist das Wasser, der ganze Körper fließt. Genau. Das sind eigentlich die einzigen zwei Pflichten beim Russen. Ja? Dass man einmal die Absicht hat, Russel zu machen. Ja, die Absicht. Also man geht in die Dusche und man kann das auch so, wenn du zum Beispiel, du hast jetzt gerade Sport gemacht und geschwitzt und du gehst jetzt sowieso duschen, da kannst du auch Absicht haben, Absicht machen, ich möchte jetzt eine Ganzkörperwaschung machen. Ja, dafür muss man ja nicht. Und dann machst du, dann muss einfach die Absicht da sein, in deinem Herzen und dann einfach einmal komplett Wasser über deinen Körper. Also der ganze Körper muss bedeckt, einmal bedeckt sein mit Wasser. Es würde zum Beispiel auch reichen, wenn du die Absicht hast und du hast vor dir einen Fluss oder ein Meer, ja, und du springst einmal rein und wieder raus. Dann hast du schon Russen.
Mit der Absicht. Ohne Absicht hast du es nicht. Ja? Einmal reinspringen und raus oder einmal die Dusche, die, wie nennt man das? Die Brause zu nehmen, ja?